Guten Morgen, Carsten. Du hättest dir so einen Bart ankleben sollen, als Weihnachtsmann. Ja, genau. So komme ich mir auch vor wie der Weihnachtsmann hier. Ja, genau. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, alle Zuschauer, die auch so früh aus dem Bett gefallen sind oder geworfen wurden. Aber jetzt quasi mal live hier. 23 Folgen, jeden Tag eine. War doch mehr Arbeit, als ich dachte. Ja, tatsächlich. Ich dachte auch so, ach, das machen wir mit links und so, aber es waren dann doch, also ich finde es jetzt gut, wenn wir in die Winterpause gehen. Ja, ich auch. Aber bevor wir in die Winterpause gehen, lass uns doch noch mal ein bisschen über 2020 reden. YouTube hat uns hier so eine schöne Statistik zur Verfügung gestellt, aus der zitiere ich mal eben. Wir haben in diesem Jahr 20.000 neue Abonnenten dazu gewonnen. Wurden über 500 Millionen Mal geklickt von den Zuschauern, die hier fast 650.000 Stunden Videomaterial bei uns geguckt haben. Und wir haben über 75.000 Likes für unsere Videos bekommen. Ich habe mal nachgerechnet, wir haben, glaube ich, 125 Videos dieses Jahr veröffentlicht. Und das finde ich ja für so ein Corona-Jahr gar nicht so schlecht. Ja, das ist ziemlich gut. Und diese über 20.000 neuen Abonnenten, das heißt, uns gibt es ja jetzt seit, Moment. Seit 2017, das heißt, wir haben im letzten Jahr ungefähr die Hälfte unserer Abonnenten dazu gewonnen. Ja, ja. Ja. Exponentiell nach oben. Verdoppelt, ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich eigentlich so schön fand hier auch an diesem Jahr, man hat wieder viele tolle Leute kennengelernt. Und das Schöne ist ja dann, das bleibt ja oft nicht beim Kennenlernen, da entstehen ja auch Freundschaften raus. Und das war ja auch nochmal so ein Grund, warum wir hier im Adventskalender mit einigen Leuten nochmal geredet haben. Ja, genau. Hast du denn so irgendwelche besonderen Videos, die noch, die für 2020 für dich stehen? Ja, um jetzt deine Antwort vorwegzunehmen. Natürlich unser super, super, duper Durchstarter-Video von Petra und ihrem Cut, was mit Abstand die meisten Aufrufzahlen hat. Und wir vielleicht in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr auf jeden Fall die 1 Million knacken werden zum ersten Mal. Ja, das erste Video, was 1 Million Zuschauer haben wird. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Aber, also wie gesagt, bei den Autovorstellungen waren ein paar tolle Autos dabei. Bei den Reisevideos, fand ich, waren ein paar gute dabei. Was natürlich dieses Jahr echt gefehlt hat, die Messen, wo man auch viele Leute immer trifft und auch interessante Neuentwicklungen entdecken kann. Naja, aber das werden wir ja dann hoffentlich nächstes Jahr wieder haben. Ein Highlight fand ich auch unser Herkuleine-Video. Ja, ich gebe ja zu, dass an meinem Auto Herkuleiner-mäßig immer noch nichts weitergegangen ist, aber das liegt an mir. Ja, aber das werden wir 2021 machen. Ja, wenn wir das ganze Auto mit Herkuleiner bestreichen. Ja, ich habe die Kiste mit dem ganzen Equipment, ist schon im Wilden Westen. Ja, das ist noch genügend da. Ja, nächstes Jahr wird ja mein Auto, mein Innenausbau auch fertig werden und dann können wir das gut miteinander verbinden. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, was haben wir denn für 2021 vor, sofern uns Corona mal wieder drehen lässt? Drehtechnisch? Ja, also wir werden auf jeden Fall unsere Video-Podcast-Reihe fortsetzen, weil es ja doch sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich nicht jeden Tag. Nee, aber also, wieder regelmäßig und wollen interessante Leute einladen, mit denen reden über ihre Reisen, über ihre Ausbauten etc. Das ist auf jeden Fall, ja, und dann muss man halt einfach gucken, dein Ausbau kommt. Also ich werde auf jeden Fall für 2021, hat der Jimmy und die V-Klasse haben ein paar Baustellen, also Thema Licht.
Da ist bei beiden Autos noch ein bisschen Nachholbedarf. Das merke ich momentan in der dunklen Jahreszeit extrem. Also ich hätte gerne für den Jimny vorne die Hauptscheinwerfer in LED und für die V-Klasse oben eine andere Leitbar noch. Da muss mehr Licht ist mehr. Mehr ist mehr. Ja, ich habe mir noch ein Buchprojekt vorgenommen. Das werden wir im Laufe von 2021 realisieren. Und dann ist ja schon wieder die Vorbereitung auf den Pamir für 2022. Und wer hier die Interviews mit der Elena und dem Oliver gesehen hat, weiß ja, dass wir auch am Thema Kamtschatka ganz stark arbeiten. Und haben sich sogar schon wieder ein paar Zuschauer gemeldet, haben gesagt, ach, 2023 könnte ich mir das auch vorstellen, da mitzufahren. Naja, gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, ansonsten werden wir nächstes Jahr noch an unseren endlich mal vielleicht ordentliche Aufkleber machen. Versprechen nichts, was wir nicht halten können. Kommt 3 Jahre später. ja, und vielleicht andere lustige Dinge. Ja, vielleicht gibt es auch mal die Möglichkeit, sich im realen Leben zu treffen. Auch da haben wir ein paar Ideen, an denen wir arbeiten. Und falls wir dann ab Mitte des Jahres wieder alle normal reisen können, wäre das ja eine Möglichkeit. Ja. Ja. Was steht bei dir heute so an? Lecker essen? Heute an Weihnachten, meinst du? Ja. Nichts. Nichts, ja. Nee, nix. Wir machen Raclette, traditionell, aber ansonsten... ganz ruhig. Ich muss ja gestehen, wir haben noch nicht mal einen Weihnachtsbaum dieses Jahr. Ja, wurden wir ja auch für kritisiert, dass das überhaupt nicht weihnachtlich bei uns aussieht, aber ich bin auch nicht so der Weihnachtsengel. Ich fahre gleich zu meiner Mutter und da gibt es, weil meine Schwester macht lecker Hirschragout und dann werden wir mit meiner alten, betagten Mutter ein bisschen Weihnachten feiern und dann wird das ein ruhiges Jahresende. Ja. Wir melden uns irgendwann im Laufe des Januars wieder. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in Winterschlaf, erholen uns von den Strapazen dieser 24 Beiträge und dann wünschen wir euch alle frohe Festtage, einen guten Rutsch, bleibt gesund, wir sehen uns 2021 wieder. Genau. Tschüss.